Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des 111 Cup. Wir sind wieder am Start und zwar heute mit dem Halbfinale gegen den lieben Jules. Ich habe gerade bereits das Hinspiel gegen ihn gespielt. Wenn ihr wissen wollt, wie das ausgegangen ist, schaut auf seinem Kanal vorbei. Der Link zum Video ist in der Videobeschreibung. Dementsprechend auf jeden Fall auschecken, genauso wie die anderen Teilnehmer. Wir haben auf jeden Fall noch zwei Spiele mindestens vor uns. Wenn es gut laufen sollte, wenn es schlecht laufen sollte, haben wir nur noch ein Spiel vor uns und zwar dieses heute, denn es geht hier quasi fast schon um alles ums Finale. Wenn es euch gefallen sollte, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, checkt auch gerne die anderen Videos aus. Wir spielen natürlich wieder mit Crespo vorne drin, mit Quaresma, mit El Shaarawy, unseren Top 3, Alan, Hamžík und Talisca. Und wir wollen nicht länger drum schlagen, sondern laden den Jules direkt mal ein. Ihr könnt gerne die Videobeschreibung auschecken. Da haben wir IG Vault, 6% Rabatt auf eure Coins, FIFA Points, PSN und Microsoft Router. Mit Comebox Gaming TV könnt ihr da gerne mal vorbeischauen, gerade fürs Team of the Season. Wenn ihr da FIFA Points braucht, beziehungsweise Microsoft Router, um euch die zu kaufen und mich damit unterstützen wollt, dann macht es auf jeden Fall mal. Instagram könnt ihr kostenlos folgen, schaut da vorbei und Twitter könnt ihr auch gerne folgen, wenn ihr meine Meinung zu dem Transfergeschehen momentan bzw. allgemein zum Weltgeschehen so hören wollt. Ich bin extrem gespannt, wie das Rückspiel laufen wird. Ich werde euch, wie gesagt, nicht spoilern. Ihr müsst das Video vom Jules euch schon angucken, wenn ihr wissen wollt, wie es ausgegangen ist. Und ich würde sagen, wir schauen uns sein Team mal ganz genau an, weil das ist schon wirklich richtig heftig. Wir haben im Tor De Gea, davor Nathan Ake zusammen mit Segela. Dann haben wir Pogba in Form. Wir haben Bakayoko, das ist, glaube ich, Path to Glory. Dann haben wir Kouyaté Food Birthday. Jedlin als einzige Karte neben De Gea, der nicht Specialist. Chan in Form. Hulle 93er Variante. Ronaldo 96, also die Prime-Version, und Eden Hazards 92er-Variante. So viele Punkte hätte ich auch durchaus gerne gesammelt. Habe ich leider Gottes nicht geschafft, aber trotzdem auf jeden Fall sehr, sehr krass. Ich bin gespannt, ob wir im Rückspiel eine gute Leistung abrufen können gegen dieses doch schon extrem kranke Team und vor allem gegen diesen extrem kranken Ronaldo, der mir jetzt hier schon wieder das Leben zur Hölle macht, direkt zum Anfang der Partie, aber Fährmann ist da. Eieiei. El Shaarawy hat die erste dicke Chance für mich. Leider Gottes nicht genutzt, aber das war schon mal ein guter Auftakt hier. El Shaarawy wird immer wichtiger in diesem Turnier, wird auch immer besser irgendwie die Karte. Ich fand die ja zwischenzeitlich mal sehr kritisch aufgrund des 2-Sterne-Weakfoots, aber sein rechter Fuß ist dafür halt eine Waffe. Crespo an den Pfosten. Ach, normalerweise macht er so ein Ding safe rein. Hier nicht. Setzt sich da nochmal durch. Wuselt sich irgendwie durch. Quaresma 1-0, jawohl. Das ist sehr, sehr wichtig zum Beginn der Partie. Normalerweise muss das Ding von Crespo natürlich schon drin sein. Und dass ich dann da mich so durchwurschle, ist ein bisschen glücklich. Aber mir egal. Das ist die Führung. Und die ist sehr wichtig, wie gesagt. Schöner Versuch von Crespo. Ich habe mal ausnahmsweise nicht in die lange Ecke geschossen, sondern eine kurze. Dachte, vielleicht klappt das. Leider nicht. Aber die Ecke kommt gut. Naldo ist da. Kommt nicht an den Kopfball. Hamžík Ablage. Nein, keine Ablage. Und jetzt aufpassen, dass wir nicht in den Konter reinlaufen. Der Pass kommt irgendwie an. Auch wenn er mit einem schwachen Fuß vorne irgendwie so einen Outside-Spin hatte. Normalerweise physikalisch eigentlich gar nicht möglich. Aber er kann das anscheinend. Und ich habe nichts gedrückt. Also eigentlich zumindest kein Foul. Also keine Karte. Ich hasse diese Variante. Ich hasse es. Das darf normalerweise nicht funktionieren. Oh, okay, die Variante darf funktionieren. Ja. Nein. Oh, Fährmann. Aber das, was Dalbert da macht, ne, dieses dumme Tackling, anstatt zu ziehen. Ja, ich drücke ja nicht Tackling, damit er tackelt, sondern ich drücke ja Tackling, damit er am Trikot zieht. Sonst hätte ich einfach gegrätscht, dann wäre es ein Foul gewesen, gut ist. Also wir haben alle gefährliche, ungefährliche Schüsse hier. Also ich sag mal so, Ronaldo hätte normalerweise schon einen machen müssen. Normalerweise denke ich mal, macht er die Low-Driven Shots. Also die Prey-Shot, wie auch man die nennen möchte. Prey ist ja nochmal ein ganz anderer Low-Driven Shot, habe ich gelernt. Alles Hokuspokus. Im Endeffekt, ja, Chancen auf beiden Seiten. Bei ihm die deutlich besseren. Ich führe 1-0, das ist bisher definitiv glücklich. Aber was war das denn? Ja, toll. Ich hasse es, ich hasse es. Wieso tackelt er in die Richtung? Da ist doch nicht mal wer. So viel dazu. Warum zu El Shaarawy? Es geht wieder los. Juhu, ich reg mich schon wieder auf. Warum spielt er den zu El Shaarawy und nicht zu Hamžík, der so viel besser und so viel logischer da steht? Ich wusste es. Ich habe extra noch abgebremst, aber trotzdem kann den, na Gott sei Dank, trotzdem kann den Dalbert nicht stoppen. Es ist halt Ronaldo, das muss man halt dazu sagen. Oh, der kommt nicht an, der kommt doch an.
Nein, warum kommt die so scheiße? Aber die kommt zu El Sharawi. Und der kriegt den Schuss nicht rechtzeitig gebacken. Das wäre natürlich wichtig gewesen jetzt. Crespo, Quaresma, El Sharawi, El Sharawi, El Sharawi. Ah! Schon wieder Crespo. Ich bin immer noch nicht über die El Sharawi-Chance hinweg. Mein Gott, warum hat der 2 Sterne Weak Foot? Der hatte mal 5. 5 Sterne Weak Foot und mittlerweile hat er 2. Wie geht das? Als ob man komplett seine Fähigkeit für seinen Fuß verlieren würde. Das geht einfach nicht. Du kannst vielleicht gewinnen, aber du verlierst die doch nicht komplett. Dann mach 4. Von mir aus im allerschlimmsten Fall, was halt eigentlich schon unmöglich ist. 3, aber doch nicht 2. 2 ist ja quasi wie einer. Ja, quasi kannst du ja nichts mit. Siehst du ja. Stark. War es Marcelo oder war es Naldo? Ich weiß es nicht. Ganz... Oh Mann, und da macht TT so eine Scheiße. Nein, 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 nein. Alter Schwede. Puh. Das war die beste Chance im zweiten Durchgang, ohne Frage. Aber auch seine erste richtig dicke Chance im zweiten Durchgang. Aber, dass die nicht drin war, ey. Halleluja. Fährmann sei... TT... Er fällt um beim Versuch zu tackeln. Ich fall vom Glauben ab. Da kommt Quaresma fast durch und dann ist Ake dazwischen. Ich weiß nicht, ob das rot ist. Eigentlich müsste es rot sein, weil der andere Verteidiger war aus dem Weg raus. Normalerweise kommt er da nicht mehr ran. Das heißt, es ist eigentlich rot, aber es ist gelb in FIFA, weil FIFA keine Logik hat. Weil in FIFA kommt es darauf an, wo der Verteidiger stand. Und nicht, ob er eigentlich keine Chance mehr hat, an den Ball zu kommen, weil er halt rausgeht. Ja, also letzter Mann, Ake, geht so dazwischen, der andere läuft raus. Das heißt, Quaresma wäre durch gewesen. Ich weiß ja, ob das verstanden hat, so wie ich es gezeigt habe. Aber so ist es eigentlich. Oder so sollte es eigentlich sein. In meinen Augen. Hat nicht funktioniert. Schade. So, das Spiel endet 1:1. Und jetzt gibt es eine wichtige Frage, die ich kurz klären muss. So, und damit steht's fest, ich kann euch jetzt sagen, ich gewinne das Halbfinale und stehe im Finale des 111 Cups, denn ich habe das Hinspiel mit 2:1 gewonnen und logischerweise rechnen wir jetzt nach 90 Minuten und nicht in der Verlängerung, weil das wäre Schwachsinn, weil wenn wir in der Verlängerung rechnen würden, dann hätte er ja so gesehen 30 Minuten länger Zeit gehabt, aber trotzdem GG auf jeden Fall an Jules, das war eine sehr, sehr interessante Partie, ich freue mich aufs Finale, ich bin gespannt, gegen wen es geht, ich bin ja episch darauf, nochmal gegen den Buddy anzutreten nach der 7-Minute-Squad, nach der Hybrid-Battle-Episode. Ich bin gespannt. Das war's auf jeden Fall von diesem Part des 111 Cups. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Folgt mir auf Instagram und Twitter. Links in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin einen wunderschönen Tag. Checkt auf jeden Fall den Jules ab. Bis dann. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.